Für die Studenten an deutschen Universitäten und Fachhochschulen könnte sich in Zukunft fast alles ändern. Zuerst ein kompaktes, berufsqualifizierendes Basisstudium, das 3 Jahre dauert und mit dem Bachelor abschließt. Wer mag, kann danach in einer zweiten, eher wissenschaftlich orientierten Phase in 1 bis 2 Jahren den Master erwerben. Bachelor und Master sollen die Studienzeiten verkürzen, internationalen Anforderungen entsprechen und praxisnah auf das Berufsleben vorbereiten. Obwohl, tun sie das wirklich? Kritiker sprechen vom Schmalspurstudium, von drohendem Zweiklassensystem und warnen vor einer überstürzten Einführung ohne genaue fächerspezifische Diskussion. So stellt zum Beispiel Universitätsprofessor Klaus Grupp die Sinnhaftigkeit einer flächendeckenden Umstellung auf die neuen Abschlüsse in Frage. Das derzeitige Konzept der Juristenausbildung lässt dafür überhaupt keinen Raum. Für die Wirtschaftswissenschaft ist freilich zu bedenken, dass der Diplomabschluss Tradition hat, dass er allgemein anerkannt ist, auch im Ausland, und dass ein Bachelorabschluss nur dann Sinn machen würde, wenn er sich deutlich vom Fachhochschulabschluss unterscheiden könnte. Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzbarkeit äußerte auch Universitätsprofessor Gerhard Weikum. Es ist ein Mythos und Irrglaube von Politikern und Bildungsbürokraten, dass dieser Abschluss in den USA beispielsweise standardisiert sei. Alle verwenden dasselbe Label, jeder meint was anderes darunter. Die Qualität reicht von Sub-Fachhochschulniveau bis zu Elite-Unis. Und der Arbeitsmarkt entscheidet letzten Endes aufgrund der Inhalte und der Universität, an deren Abschluss erworben wurde, und deren Qualität. Konkret bedeutet das für uns, dass wir sehr wohl über die Einführung eines Bachelors nachdenken. Wir wollen aber auf keinen Fall mit Fachhochschulen konkurrieren und auf demselben Niveau und in derselben Couleur etwas anbieten, sondern wollen eben einen Bachelor in Klammern Universität anbieten. Ziel muss sein, dort auch nicht einfach nur Etikettenschwindel zu betreiben, indem man Vordiplom plus 2 Semester umbenennt und ein neues Label einfach dazwischen schiebt, sondern dann bestimmte praktische, praxisnahe, berufsqualifizierende Inhalte vorzuziehen, sehr früh im Studium anzubieten und dann darauf zu achten, dass das nicht zulasten der Qualität und des Fundaments für das lebenslange Weiterlernen und die autodidaktischen Fähigkeiten auf wissenschaftlichem Niveau geht. Wie sich die neuen Abschlüsse auf die Berufschancen auswirken werden, kann zurzeit noch niemand mit Sicherheit sagen. Absolventen mit den neuen, noch wenig bekannten Abschlüssen könnten allerdings auf dem Arbeitsmarkt auf Probleme stoßen. Das erläutert Professor Hartmut Janocher an einem Beispiel aus der deutschen Universitätsgeschichte. Wenn ich jetzt lese in der Zeitung der letzten Woche, Überschrift Minister Schreyer, Beschluss ist gut, und etwa den Kommentar lese, die neuen Abschlüsse würden ohnehin die deutschen Universitäten erobern und da sei es gut, dass wir an der Spitze der Bewegung stehen, will ich nur zu überlegen geben, dass vor ungefähr 40 Jahren eine Universität im Norden Deutschlands gegründet wurde. Diese Universität glaubte auch, sie müsse an der Spitze stehen. Sie wurde über kurze Zeit bekannt als eine rote Universität und mehr als 20 Jahre haben die Absolventen dort Mühe gehabt, in der Industrie unterzukommen. Was jetzt hier angedacht wird, ist längst nicht so ideologisch gefärbt wie damals in dieser norddeutschen Universität. Aber wenn es darum geht, dass ausschließlich die gerade Master und Bachelor an der Universität vergeben werden sollen und der Diplomingenieur quasi eingestampft werden sollen, steht zu befürchten, dass auch die Absolventen der Universität des Saarlandes, als ein Land, das wenig an Zahlen, wenig in die große deutsche Landschaft, wir haben hier noch einige technische Universitäten, technische Hochschulen, die weitaus mehr Absolventen im Bereich der Ingenieurwissenschaften haben, dass es gegen diese Abschlüsse, die als Diplom-Ingenieur nach wie vor bleiben und fallweise ergänzt werden durch Bachelor- oder Masterabschlüsse, dass es gegen die nicht ankommen wird. Ungeachtet aller Bedenken fackelte die Uni des Saarlandes nicht lange. Hals über Kopf beschloss der Universitätsrat vor 2 Wochen die Einführung der neuen Studiengänge. Allerdings ohne vorher Professoren, Studierende oder sonstige Beteiligte zu fragen. Die daraus folgende hitzige Diskussion fand auch ihren Weg in die Medien.